Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay-Video auf dem Kanal. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, zum Season-Abschluss, bevor die neue Edition rauskommt, spielen wir heute einmal alle Farben gleichzeitig. Das schöne Five-Colored-Niv-Mizzet-Deck steht heute auf dem Programm. Super cooles Deck. Ich bin super gespannt, wie das performt. Wir machen heute wieder 5 Spiele mit dem Deck. Mal schauen, wie es abschneiden wird. Natürlich kleiner Deck-Check vorweg und wir legen jetzt auch quasi sofort los. Kurz vorweg noch ein großes Dankeschön an unseren heutigen Sponsor Mage Market, dem mobilen Marktplatz für Magic-Karten. Falls ihr Paper-Spieler seid oder es mal werden möchtet, hier seid ihr auf jeden Fall richtig. Könnt auf jeden Fall mal in der Videobeschreibung vorbeischauen. Ende des Jahres geht auch die Magic-Karten-Börse online. Hier könnt ihr euch jetzt vorab kostenlos mit eurer E-Mail-Adresse anmelden. Dort schon mal die wichtigsten Informationen bekommen. Sieht alles wirklich super interessant aus. Auf jeden Fall mal in der Videobeschreibung vorbeischauen. Und ja, wir legen jetzt sofort los. Erst der Deck-Check und dann wird ordentlich gezockt. Viel Spaß! Willkommen zurück zum Mini-Deck-Check vorweg. Hier habe ich euch das Deck jetzt auch schon einmal aufgemacht. Könnt ihr schon mal einen ersten Blick drauf werfen. Hier unser Niv-Mizzet Reborn. Der Grund, warum wir überhaupt ein fünffarbiges Deck spielen, ist aber eine wirklich coole Karte. Wollte ich halt einfach die ganze Zeit mit euch nochmal gezockt haben. Und jetzt eben zum Season-Abschluss dachte ich mir, das passt halt wirklich perfekt. Wer den Niv-Mizzet selber noch nicht kennt, für 5 Mana, eine 6-6er fliegende Kreatur. Das sind auf jeden Fall akzeptable Werte. Aber natürlich mit dem Enter-the-Battlefield-Effekt, wenn er das Spielfeld betritt, dürfen wir die obersten 10 Karten unserer Bibliothek aufdecken und dann für jedes Farbpaar, was wir finden, genau eines dieser Farbpaare nehmen und auf die Hand nehmen. Deswegen ist unser Deck dementsprechend sehr mehrfarbig. Wir wollen halt möglichst viele mehrfarbige Karten spielen, dass wir die eben auch mit dem Niv-Mizzet auf die Hand nehmen können. Das mit den Farbpaaren, falls wir zum Beispiel 2 Azorius-Karten aufdecken, das wären zum Beispiel Karten eines gleichen Farbpaares. Da müssen wir uns dann immer eine aussuchen. Aber wenn wir zum Beispiel den Guard Mage, den Hostage Taker, den Find Broker, Vanifa und den Ravager Wurm aufdecken, die haben alle so gesehen eine andere Farbkombination. Und immer eine Farbe ist anders, die dürften wir alle auf die Hand nehmen. Also wenn wir einmal bis zum Niv-Mizzet kommen, der macht super viel Kartenvorteil. 6-6 fliegend, auf jeden Fall eine gute Kreatur. Und jetzt habt ihr sie auch schon gesehen, Vanifa ist jetzt auch keine unbekannte Kreatur hier auf dem Kanal. Ich finde sie super cool. Die ganzen Vanifa-Decks ist hier in der Kombination natürlich super gut. Wir können halt immer die ganzen Enter-the-Battlefield-Effekte hier von den guten Karten ausnutzen und dann später mit der Vanifa oder natürlich auch mit der Neoform aus den Karten einen Niv-Mizzet machen, notfalls aus dem Niv-Mizzet, nachdem wir unsere ganze Hand quasi wieder aufgefüllt hat, wieder dann zu einem Ravager-Wurm machen, nochmal beim Gegner was kaputt machen. Also es ist schon so ein bisschen auch ein fünffarbiges Vanifa-Deck. Einfach eine super coole Kombination für mich. Ich spiele sowas richtig, richtig gerne. Super nices Deck. Natürlich dann hier zum Start ordentlich Mana-Beschleunigung. Das brauchen wir auf jeden Fall. 4-mal Paradise Druid. Einfach auch wegen dem Color-Fix. Die ganzen Farben müssen halt auch irgendwie produziert werden. Das geht halt nicht nur hier mit dieser super komplizierten Mana-Base. Auch das funktioniert halt nicht immer. Obwohl das nur Rare-Länder sind. Das ist schon wichtig, dass wir auch hier Paradise Druid zum Beispiel zocken, auch 3-mal. Der Leyline Prowler, der ja auch selber Mana einer beliebigen Farbe macht, ist auf jeden Fall eine ganz nette Kreatur. Eine Todesberührung Lifelink, also am Anfang ordentlich Mana machen. Natürlich Fibbeltipp, der muss natürlich auch hier im Deck sein, ist aber generell eine gute Karte, gerade in jedem Vanifa-Deck kann man auf jeden Fall zocken. Einen Laser, falls man was im Friedhof landet, können wir dann auch noch den Laser wieder in die Kreaturen verwandeln. Hier der 3-Mana-Bereich, Deputy, Night of Autumn, die übliche Interaktion und hier der 4-Mana-Bereich, auch einfach alles gute Einzelkarten mit guten End-the-Battlefield-Effekten, damit das Ganze eben mit Vanifa noch deutlich besser wird, um dann eben hier unser Top-End zu spielen. Das Ganze wird aufgefüllt hier mit ein paar Planeswalker-Karten, noch ein Journey to Eternity, damit man so ein bisschen auch was aus dem Friedhof wiederholen kann. Also ihr seht, wir haben echt ganz viele Strategien. Hauptsache mehrfarbige Karten, damit das mit Niv-Mizzet funktioniert. Das Ganze zusammen mit Vanifa und ja, haben wir ein schönes Niv-Mizzet-Deck, würde ich mal sagen. Alle Karten, die mir auch wirklich gefallen haben in letzter Zeit, sind viele coole, spielbare Karten generell. Gerade Vanifa, Neoform, hier nochmal der Wurm, der Sorin, Journey, haben wir schon lange nicht mehr mitgespielt. Wirklich viele coole Karten. Den Fibbeltipp sehen wir nochmal. Dachte ich mir, einfach ein super cooles Deck. So zum Abschluss. Wir wollen natürlich den Gegner immer ordentlich unter Druck setzen. Parallel super viel Kartenvorteil machen und dann mit unseren flexiblen Karten das Spiel einfach gewinnen. Funktioniert ganz gut. Wenn man natürlich auch das Mana dann so zusammenkriegt, klappt halt nicht immer hundertprozentig. Aber wollen wir mal schauen, wie das eben heute läuft. 5 Spiele machen wir auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir sehen uns zur ersten Starthand. Los geht's. So, willkommen zur ersten Starthand. Die sieht nicht perfekt aus, aber ich würde sagen, Keep, Fibbeltipp und das Mana dazu ist in Ordnung. Wenn wir eine grüne Mana-Quelle ziehen, haben wir hier den Prowler und dann passt das Mana auf jeden Fall. Ist okay. So langsam ist in Ordnung. Okay, noch ein Niv-Mizzet. Okay, spielen wir gegen
Gegen Guild Gates, so wie es aussieht. Nice. Die grüne Mana-Quelle. Die nehmen wir auf jeden Fall. Schon mal für den Prowler. Okay, mal sehen. Könnte ein längeres Spiel werden. Gerade mit Gates Ablaze, wenn hier ein bisschen Mass Removal dabei ist. Ja, das könnte einen Moment dauern. Hier würde ich echt gerne die Vanny verlegen, aber Summit macht halt so viel Kartenvorteil. Machen wir so, dann können wir zumindest für 3 angreifen. Ja, ich würde sagen, das verhindern wir erstmal. Da haben wir mehr von. So, dann nächste Runde wahrscheinlich die Vanifar und dann irgendwie Guard Mage, sucht Niv-Mizzet oder sowas. Oder sowas in der Art, mal schauen. Es ist so Guild Gates mit Mill. Wenn ich jetzt die Vanifar lege, Gate, würde sie auf jeden Fall überleben. Selbst wenn unser Gegner das dritte Guild Gate und Gates Ablaze hat. Dann können wir uns zumindest schon mal ein bisschen vorbereiten. Ist okay. Mild auch nichts Wichtiges zumindest. 46 Karten, wir haben auf jeden Fall noch ordentlich Zeit. Schauen wir mal, ob unser Gegner noch ein Summit hat oder ähnliches. Aber wir bauen jetzt auch schon ganz gut Druck auf. Okay, noch ein Summit. Wir haben halt nur einen Knight. Ist okay. Bleiben wir beim Elite Guard Mage Plan, würde ich sagen. Mit dem Backup Niv-Mizzet auf der Hand. Ja, ist schon verlockend. Landdrop, Druid. Wir können die auf jeden Fall angreifen. Bei den Druid brauchen wir noch nicht mal unbedingt. Weil früher oder später kommt jetzt wirklich das Mass Removal. Es sind auch genug Gates da. Nicht genug Gates für Niv-Mizzet. Mal gucken, was wir treffen. Ach ja. So 4 Karten. 3 Karten. Moment, wollen wir Lazav oder den Hostage Taker? Wahrscheinlich Lazav. Besonders, wenn alles stirbt. Das war doch ganz nett. Okay, da war der Find Broker. Der ist natürlich auch immer ganz gut. Aber so, ist doch okay. Wir haben Lethal on Board, aber ich gehe nicht davon aus, dass wir jetzt einfach gewonnen haben. Da kommt mindestens eine Lava Coil oder halt das Gates Ablaze, würde ich mal sagen. Irgendwie sowas in die Richtung. Okay, ist Land. Erstmal eine Karte ziehen. Fair. Ja. Mild wieder nichts Wichtiges. Aber wobei, das halbe Deck ist schon weg. Okay, Spirale. Okay, Spirale, dann Gates Ablaze. Wie viele Gates sind das jetzt? 5. Reicht zumindest noch nicht für den Niv-Mizzet. Schade, das hätte ich schon ganz gerne gezogen. Ist in Ordnung. Okay, es reicht doch. Good game, Glück gehabt. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Weiter geht's. Die nächste Starthand sieht doch auch ganz gut aus. Würde ich mal sagen, on the draw auf jeden Fall ein Keep. Turn 1, Grazer, zweites Land, Druid, das Mana passt. Wir spielen gegen Meervolk. Okay. Wollen wir dann trotzdem das so spielen? Grazer? Ja, kann auf jeden Fall auch ganz gut blocken. Gefällt mir da doch schon ein bisschen besser. Aber jetzt noch ein Land. Ein Land wäre nicht schlecht. Am besten ein grünes Land. Da können wir beide Mana-Elfen legen. Das wäre auf jeden Fall ganz cool. Mal schauen. Wenn das jetzt hier nicht ein Lord ist, können wir auf jeden Fall blocken. Und wenn er den Pump-Spell hat für 2 Mana, dann ist das auch in Ordnung. Ja, hat er sogar. Völlig okay. Na, das ist jetzt nicht okay. Niv-Mizzet, später. Kollege, später. Ich weiß, es ist heute dein Video, später. Wir brauchen erst Mana. Wir haben jetzt noch keine Zeit für sowas. Oder Vanifar und dann Guard Mage opfern, auch gut. Okay, Land ist schon mal gut. 4 Mana. Warum spielt unser Gegner nichts? Das ist so ungewöhnlich für Meervolk. Spielen wir Vanifar rein, auf jeden Fall. Okay. Hat er vielleicht nochmal einen Spontanzauber? Oder Protection natürlich. Ah, einfach ein Bounce-Spell für Tempo. Das ist natürlich nicht schlecht. So eine 4-4er-Kreatur kann ja schon reichen, um das Spiel zu gewinnen. Ist okay. Ja.
Gehen wir auf 10 oder auf 9, je nachdem, was da jetzt passiert. Na, könnte gefährlich werden. Das könnte sehr gefährlich werden. Okay. Ah, das Ding ist so nervig gegen Vanifa. Jetzt haben wir das auch noch gesehen. Dann bringt es noch nicht mal sonderlich was, sie zu legen. Noch ein zusätzliches Land wäre echt ganz cool. Ist die Frage, können wir es uns erlauben, einfach nur Mana-Elfen zu legen? Nicht wirklich. Ich glaube, ich lege den Guard-Mage. Zieht hoffentlich ein Land, nicht das, was ich haben will, aber auch so ist okay. Und da er ein ganz guter Blocker ist, kommt jetzt vielleicht der Weaver und wir können nächste Runde Mana Elf plus Vanifa machen. Das könnte halt ein Ticken zu langsam sein. Okay. Jetzt ist der 4-4er auch noch unblockbar. Der Plan bleibt allerdings gleich. Wir sterben nächste Runde ja nicht. Wahrscheinlich. Vanifa noch dazu. Keine Attacks. Wir gehen halt auf jeden Fall auf 5 und dann eventuell auf 1. Vielleicht haben wir sogar noch eine Runde mehr Zeit. Müssen wir mal schauen. Wir können notfalls ja Paradise Root auf Knight of Autumn machen. Na, jetzt wird erstmal die Vanifa weggetrappt. Also müssen auf jeden Fall eine Runde warten. Ich hoffe halt einfach nur, dass er nicht mehrere davon hat oder noch ein Bounce-Spell. Wie gesagt, das Tempo hier, der Start war echt gut. Mit dem Disperse im zweiten Zug, das war echt nicht schlecht. Und unser Gegner greift mit allen an, um noch einen Bonusschaden zu drücken. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Oder um zwei Bonusschaden tatsächlich zu drücken. Und ich glaube, ich möchte mit dem Lanova-Elfen nochmal zwei Schaden verhindern. Einfach, wenn es darauf hinausläuft, dass wir nächste Runde hier nochmal 4 kriegen. So, eine Neoform dazu ist natürlich nicht verkehrt. Dann haben wir ja quasi eine Vanifa-Aktivierung gezogen. Das ist nicht schlecht. Wir könnten auch Deputy auf Detention nehmen. Das große Problem, wenn hier ein Dive Down dabei ist, dann verlieren wir relativ schnell. Also ich würde sagen, wir spielen es einfach mal komplett safe. Komplett safe. Paradise Druid. Du bist nochmal ein Lanova-Elf. Und die Getappte opfern wir dann mal hier für eine Neoform. Neben den Knight. Sicher ist sicher, sage ich mal lieber. 4 Leben. Gibt uns quasi nochmal eine Runde extra Zeit. Und wir brauchen eventuell alle Blocker, falls sowas nochmal kommt. Wenn natürlich ein Sleep kommt, also ein Effekt, tapp alles beim Gegner, da verlieren wir halt gegen. Aber da können wir, glaube ich, jetzt auch nicht viel gegen machen. Okay. Das Problem ist, wir müssen ja auch noch 20 Schadenspunkte machen, bevor wir verlieren. Okay, wir müssen jetzt erstmal dafür sorgen, dass wir das Ding aus dem Weg kriegen. Müssen wir mit dem Deputy machen. Dann verlieren wir aber auf jeden Fall gegen irgendeine Art von Protection. Aber da können wir jetzt nicht viel gegen machen, leider. Brauchen den Deputy. Und ich glaube, ich will das vorher machen, bevor ich den Niv-Mizzet spiele. Stellt euch vor, wir kriegen den Deputy auf die Hand und können ihn nicht mehr ausspielen. Das wäre nicht gut. Ich gucke nochmal hier, parallel bei so einem Deck, immer auf die Deckliste am besten nochmal schauen. Ist aber unsere beste Option. Würde ich sagen. Ja. Das muss auf jeden Fall rot sein. Für den Niv-Mizzet gleich. Opfern wir erstmal den Paradise Druid und schauen mal, ob das überhaupt funktioniert. Nehmen den Deputy und dann hier, dass alles nicht mehr unblockbar ist. Resolve das. Okay, das ist schon mal ein guter Anfang. Guter Anfang. Dann Niv-Mizzet. Wir können immer noch tot getappt werden. So ist es nicht. Das ist nicht viel. Kollege, das ist nicht viel. Aber gut. Schon mal zwei Schaden machen. Ist okay. Würde ich sagen, mit Niv-Mizzet 666 in der Luft. Ist das unser Plan? Und der Rest wird verteidigt. Lebenspunkte, Interaktion. Wobei, Lebenspunkte, Interaktion haben wir keine mehr im Deck. Da ist das Sleep. Haben wir nur drauf gewartet. Absolut good game. Komplett fair. War ein schönes Spiel. So läuft das manchmal. Sehr schön. Good game. Weiter geht's. So, die nächste Starthand. Das sieht gefährlich aus. Ein blaues Mana, dann ist die Hand auch noch nicht mal super stark. Nur der Teferi ist eigentlich sehr gut. Ich glaube, das möchte ich tatsächlich mal nicht keepen. Ich hätte es wahrscheinlich behalten sollen.
Hier fehlt jetzt nämlich das schwarze Mana bei der Starthand, aber mal schauen. Ist okay. So, wir können eh nichts Turn 1 machen und der Harbor kommt dann gleich ungetappt. Ist okay. Doch, das ist in Ordnung. Gegen Abzan. Nice. Interessante Farbkombination. Ajani's Welcome. Oh, da bin ich neugierig. Wir ziehen das schwarze Mana. Das ist natürlich perfekt. Und, ja gut, wir müssen uns früher oder später eh schocken. Aber mal schauen. Vielleicht nächste Runde. Aber das war gut. Wir sind auf jeden Fall jetzt im Spiel, legen gleich den Leyline Prowline hinterher und haben dann grün, blau, weiß, schwarz, rotes Mana und können einen recht schnellen Niv-Mizzet doch ins Spiel bringen. Okay. Ja, Prowler. Na, nächste Runde. Der Turn 4 Niv-Mizzet. Und da wir das Ding, glaube ich, nicht mehr brauchen, wir kriegen ja nicht wirklich extra Länder auf die Hand, spielen wir das Ding einfach aus. Wir haben das Mana 0-3er Blocker. Ist in Ordnung. So, dann gleich Niv-Mizzet. Jetzt muss er richtig gut treffen. Wir haben kaum noch Handkarten. Das ist so mit Tokens, Death Touch, ordentlich Recursion wahrscheinlich ein recht grindiges Deck. Okay, Niv-Mizzet. Gut treffen. Zeig, was du kannst. Schauen wir mal. Komm. Und? Oh, eine Neoform, der Wurm und der Ritter. Nehmen wir. Ich glaube, die sind auch Auto ausgewählt. Ich klicke jedes Mal drauf. Sicher ist sicher. Ich glaube, man muss nur auswählen, wenn man die Auswahl hat. Wenn man eine Farbkombination quasi doppelt hat. Aber das war doch jetzt in Ordnung. 5 Mana, 6-6 fliegend. Zieh 3 Karten. Ist nicht schlecht. Okay. Ja, und so wie es aussieht, können wir mehr oder weniger eh nur in der Luft gewinnen. Bisher. Also der Boden ist ja sowas von abgeblockt hier. Todesberührung, alles am Start. Ein Fibbeltipp. Was wohl die letzte Handkarte? Wir greifen erstmal an. So, schön mit dem Niv-Mizzet. Das dauert jetzt noch einen Moment, aber das ist ja in Ordnung. Das interessiert mich nicht so wirklich, falls unser Gegner sowas wie Ixalans Binding oder sowas spielt. Dafür ist der Ritter auf jeden Fall viel besser. Findbroker brauchen wir nicht. Wir könnten mit der Neoform um uns werfen. Finde ich eigentlich ganz gut. Machen wir Fibbeltipp, ziehen eine Karte. Druid. Aber trotzdem, das ist zu verlockend. Oder ist das ein Find Finality? Wenn es ein Find Finality ist, ist es nicht ganz so schlimm. Wir nehmen den Prowler. Machen daraus eine Vanifar. Kriegt ja eine Plusmarke, falls er jetzt minus 4, minus 4 kommt. Kann ja auch sein, dass unser Gegner sowas wie Cruel Celebrants spielt und dann sein ganzes Board in die Luft sprengt. Wer weiß, was da alles kommen kann. Okay, es war nur Mana und Blocker bisher. Unser Gegner muss topdecken. Oh, da sind wir jetzt sehr weit vorne. Da sind wir auf jeden Fall jetzt ganz gut vorne. Greifen wir weiter in der Luft an. So. Und das ist alles recht verlockend. Ich würde sagen, mehr Mana. Einfach. Mana, Mana. Unser Gegner muss halt auch topdecken, ne? Und auch wenn wir schon einen Fibbeltipp haben, würde ich sagen, nehmen wir nochmal einen Fibbeltipp. Also wenn unser Gegner das Board komplett abräumt, unsere Hand ist ja noch randvoll. So, Fibbeltipp. Der Gute. Da sehen wir ihn heute ja doch nochmal. Okay, der Llanowar Elf ist jetzt allerdings nicht ganz so wichtig. Ziehen hier nochmal 2 Karten. Ist in Ordnung. Ja, unser Gegner kann adapten. Aber wir sind halt vom Damage ordentlich vorne. Topdeck Land. Das wird wohl nicht reichen. Und Sorin. Ist jetzt nicht unbedingt nötig, dass wir den spielen. Aber Sorin ist cool und wir wollen Five Color spielen, damit wir einfach mal alles haben. Jetzt haben wir noch ein bisschen Life. Life Link. Gönnen wir uns das heute mal. Könnten nochmal den Fibbeltipp wiederholen. Nochmal. Oh, das Deck macht so viel Kartenvorteil. Nehmen wir mal einen Deputy. Deputy auf Ords of Enforcer. Einfach weil es zwei sind. Todesberührung. Ja, das ist übel. Good game. Lassen wir das so stehen. Spielen wir lieber noch weiter. Weiter geht's. So, die nächste Starthand. Sieht super aus. Da möchte ich mich nicht beschweren. Machen wir erst Shock-Duel. Dann passt das auch hier mit den Checkländern. Das sieht gut aus. Okay. Das passt. Mal gucken, ob das Burn ist. Oder is it?
Ah, zwei Mountains sind aber schon recht verdächtig, würde ich mal behaupten. Können wir trotzdem den Teferi legen? Moment. Das kommt leider noch getappt ins Spiel. Ich will auch nicht unbedingt angreifen. Nicht mit dem Niv-Mizzet auf der Hand. Wir schocken uns für den Teferi. Schocken uns für Teferi, machen Plus und greifen nicht an. So. Unser Gegner wollte vor dem Teferi nichts spielen. Es ist ein Feather Deck. Alles klar. Das ist okay. Das ist völlig in Ordnung, würde ich mal behaupten. Wir schauen mal, ob wir den zurück auf die Hand kriegen. Ist auch nicht schlimm, dass Teferi sich dafür verabschiedet. Er setzt sich ja selber. Wir brauchen einfach nur das Tempo. Nice. Und ein Sorin hinterher ist tatsächlich auch nicht verkehrt. Schön für den Lifelink. Sehr gut. Dann Niv-Mizzet. Ist wieder 6-6 fliegend. Super stark. Komm, komm, komm. Find was Gutes. Nicht optimal. Aber zwei Karten umsonst nehmen wir. Und die Animation gefällt mir auch ganz gut. Ist ganz nice geworden. Nächste Runde, 5 oder 6 Mana. Je nachdem, könnten wir Sorin plus Neoform, Sorin Fibbeltipp. Sieht nicht schlecht aus. Oh, das. Oh. Unser armer Gegner. Dann weiß ich, was ich machen möchte. Auch wenn das etwas dauert, bis unser Gegner angreift. Oh, das ist alles zu verlockend. Machen wir Neoform. Gegner ist ja ausgetappt. Opfern den Fibbeltipp. Der hat seinen Job schon erfüllt. Nehmen den Knight. Zerstören das Ding direkt mal wieder. Ja. Nice. Das ging fix. Good game. Weiter geht's. So, da sind wir schon bei der fünften Starthand angekommen. Irgendwie hatte ich das Gefühl, das ging schon wieder recht schnell. Aber okay, das könnte wieder recht schnell gehen. Ich will es jetzt nicht schon vorher sagen. Ich will nicht jetzt schon mit den Bonusspielen anfangen. Aber schauen wir mal, wo uns das hier hinführt. Das Deck finde ich halt auch einfach cool. Niv-Mizzet finde ich super nice. Vanifa-Decks mag ich ja sowieso sehr gerne. Oh, es ist so Mado Hero. Super aggressiv. Okay, ja, dann mal schauen. Wir wollen einfach nur überleben. Bei der Hand, wenn der Hero angreift, blocken wir tatsächlich. Der dritte Zug ist dann der Knight und der vierte Zug die Vanifa. Es greift aber nur der Firebrand an. Dann lassen wir durch. Fair. Absolut fair, würde ich sagen. Jetzt könnten wir die Vanifa legen, die er bestimmt nicht kaputt bekommt. Dann kann er zwar an den Druid dran, eventuell sogar mit dem Spontanzauber, nein, aber mit dem Firebrand, aber das finde ich in Ordnung, weil wir nächste Runde dann einfach Knight of Autumn machen können, opfern auf Findbroker vielleicht, der sofort den Knight wiederholt. Das soll einfach eine Karte werden. Frech. Frech. Schaden oder Karte? Schaden. Ist okay. Oh, Journey ist aber auch sehr verlockend. Oh, die Karten würde ich alle gerne in einem Zug spielen. Journey, also Knight, Journey. Oh, das wäre richtig, richtig gut. Das wäre richtig, richtig gut. Wenn wir hier aus dem Druid ein Deputy machen, auf dem Midnight Reaper, dann fliegt Removal eventuell auf den Deputy und nicht auf den Knight. Dann machen wir hier so eine schöne Life-Gain-Strategie mit dem Journey, bis wir zum Niv-Mizzet kommen. Finde ich halt schon echt verlockend. Legen wir den Druid. Den Knight. 4 Leben. Dann den Druid. So. Und dann opfern wir den getappten Druid. Schon unserem Gegner so ein bisschen auf die Nerven gehen. Nehmen den Deputy. Dann erstmal den Reaper rausnehmen. So. Mit 3 bis 4 Mana kann unser Gegner ja auch nicht unendlich viel machen. Immer nur eine der Karten angreifen. Gefällt mir jetzt schon ganz gut. Und nächste Runde machen wir ausnahmsweise mal nicht Niv-Mizzet. Nein, nicht den Knight abschießen. Das ist doch lächerlich. Wirklich? Wirklich? Und dann nicht angreifen? Nicht schlecht. Nicht schlecht. Okay, wir könnten das gleich jetzt nochmal auch hier mit dem Deputy machen. Der würde ja wiederkommen. Und dann haben wir noch eine Neoform. Das ist schon nicht schlecht. Wir können auch erst. Oh, was wollen wir uns rausholen? Wir können auch einfach Niv-Mizzet. Das ist auch einfach zu gut. Ich meine, was soll unser Gegner dann noch groß machen? Wir machen Niv-Mizzet.
Hostage-Taker Sorin, Hand auffüllen, Vanifa, Opfer tatsächlich Niv-Mizzet auf dem Board, würde ich sagen. Nimmt den Ravager-Wurm, greift er an? Na, wahrscheinlich nicht. So, nehmen wir den Hero. Sauber, sauber. Das ging wirklich super schnell. Good Game, Bonusspiel. Weiter geht's. So, die Bonus-Starthand sieht ganz gut aus. Also ich meine, Mana passt, sieht alles super aus mit einem Druid. Wir müssen halt jetzt die guten Karten nachziehen. Okay, irgendwie unblockable oder mehr Volk, irgendwas in die Richtung. Starten wir mit den Elfen. Mal schauen. Teferi gefällt mir ganz gut. Je nachdem, na, Silvergill Adept, das will man ja alles nicht bouncen. Das ist jetzt nicht ganz so cool, aber nochmal Paradise Druid. Da sage ich nicht nein. Havor, Grazer und noch ein Land. Das ist okay. Kriegen wir sie jetzt nicht noch gespielt, aber können wir notfalls mit ihr auch blocken. Und haben nächste Runde, oder wenn wir jetzt eine Niv-Mizzet ziehen, können wir nicht wirken. Dafür brauchen wir wirklich den zweiten Druid. Ja, mal sehen, so ein Teferi ist halt auch nie schlecht. Das Ding können wir ganz gut bouncen. Wenn wir hier blocken, bounce, dann kann der 1-1er halt den Teferi töten. Aber wir brauchen halt auch ein paar Karten. So ein bisschen was müssen wir ja auch machen. Okay, das schwarze Mana ist ja gar nicht mal so verkehrt. Wenn wir Teferi plus den Druid wieder spielen, dann ist Niv-Mizzet Topdeck auch wieder relativ in Ordnung. Wir bouncen das Ding. Wir bouncen den Unblockable Dude. Fang Broker. Den Lord können wir ja blocken. Sowohl mit dem Grazer als auch mit dem Druid. Gefällt mir ein bisschen besser. Kostet halt ein Mana weniger, tempomäßig gesehen. Ah, das ist in Ordnung. Ich brauche schon das zweite schwarze Mana, aber ist okay. Kein Pumpspell, spontan, in Ordnung. Deep Root Elite into One Drop. Okay, wir machen das Board ein bisschen voller. Der Teferi scheint unsere Gegner auch so ein bisschen zu nerven. Neoform ist gut, Neoform ist gut. Machen wir Find Broker, einfach weil es ein 4-Drop ist. Dann können wir die Neoform als Spontanzauber spielen. Unser Gegner spielt keinen Spellpierce, oder? Oh, das könnte richtig gut werden. Blau-grünes Mana bleibt dadurch über. Legen wir den 3-4er Blocker. Paradise Druid. Spielt unser Gegner ein Counterspell? Nein. Unser Gegner spielt das Ding, um den Findbroker wegzutappen. Hab ich recht? Dann greift er an. Und wenn die Angreifer deklariert sind, dann flashen wir uns ein Niv-Mizzet rein. Das wird gut. Oder? Jadebearer. Und dann trap den Findbroker, oder? Damit halt alles so schön angreifen kann. Das ist jetzt ein bisschen verdächtig, weil wir den Timer hier stoppen. Aber eine spontane Neoform, das habe ich noch nie gesehen und selber auch noch nie gemacht, weil man die Karten halt eigentlich nicht zusammen in einem Deck spielt. Das ist der Weaver, wie erwartet. Tapp den Findbroker. Fair. Das Blöde ist, den Teferi verlieren wir so oder so, aber wir kriegen zumindest einen netten Block. Ist okay. Ist okay. So. Wir kriegen auf jeden Fall einen netten Block, oder? Komm, da muss mehr angreifen jetzt. Ehrlich? Respekt. Nicht schlecht. Hat das irgendwie kommen sehen? Schwer zu sagen. Mal sehen, was wir mit dem Niv-Mizzet finden. Schön 7-7 fliegend. Oh ja. Die vier Karten nehmen wir. Nehmen wir doch sehr gerne. Ah, Moment. Aber wir nehmen nicht den Prowler. Wir nehmen auf jeden Fall das Journey als Golgari-Karte. Auf jeden Fall. Mit dem Knight of Autumn. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes unsere Lebensversicherung gegen das Deck. Und ich glaube, das bleibt auch komplett unser Plan. Knight of Autumn. Leben. Und dann Journey auf den Knight. Auch solange unser Gegner nichts machen kann. Und dann 7-7-7 in der Luft ist der Plan. Schauen wir mal. Das gefällt mir ganz gut, so wie das jetzt gelaufen ist. Nices Spiel. Schön Spontanzauber, Neoform. Und noch ein bisschen was Neues gesehen hier zum Abschluss. Mal schauen.
Das möchte ich auf jeden Fall hier gewinnen mit euch noch. Mal sehen. Aber so viel Schaden ist das ja jetzt nicht. Und wenn der Knight stirbt, kommt er wieder. Nochmal 4 Leben. Dann können wir anfangen, Kreaturen wieder zu beleben. Feindbroker-Kombo haben wir dann auch quasi. Das ist schon nicht schlecht. Okay, Tempest Caller. Ist ja nicht so schlimm. Also, es ist ordentlich Schaden. So ist es nicht. Aber wir können ja den Knight nächste Runde Neo formen. Ja, wir müssen jetzt aufpassen. Wenn jetzt halt die ganze Zeit Tempest Caller kommen, sind wir halt auch tot. Aber na, so ist das halt gegen Mehrvolk. So ist das halt gegen Mehrvolk. Ah, wir können aber erst angreifen. Wir brauchen natürlich unsere Blocker. Moment, 9, 11. Wir haben leider keinen großartigen Pump-Effekt. Ein Ravager-Wurm wäre halt ganz nice. Aber wir können halt nicht den Nif-Mizzet opfern für den Ravager-Wurm. Aber es wären halt, das war schon recht knapp. 12 Schaden. Wir sind halt one of lethal. Aber wir können halt, wir haben halt keinen Trostani oder so im Deck. 1, 2, 3, 4, 5, 12. Geht tatsächlich nicht. Ich hoffe, wir überleben die nächste Runde. Ich hoffe, wir überleben die nächste Runde. Neoform. Auf den Knight. Alles klar. Nochmal 4 Leben. Gehen wir auf 7. Ist jetzt nicht so viel. Vanifa macht nicht viel. Gehen wir mal auf 10 Leben mit dem Guard Mage. Und Hostage Taker, den Lord, würde ich auch noch sagen. Verhindert am meisten Schaden so insgesamt. Okay. Ich glaube, sicherer können wir das nicht gestalten. Mal schauen. Lethal on board. Gegner hat genau 10 Damage auf on board. Also ein Tempest Caller oder ein Sleep gewinnt. Da können wir halt nichts gegen machen. Gar nichts mit unserem Deck. Es ist ein Mistbinder. Okay. Dann sind wir noch am Leben. Huh, ist das knapp. Aber kommt kein... Oh, zum Glück. Das war richtig, richtig, richtig knapp. Er kann ja eigentlich... Man kann den schon noch überleben, die nächste Runde, wenn er einen Bounce-Spell hat. Okay. Eigentlich will ich nicht, dass der Hostage-Taker stirbt. Eigentlich. So. 3 Schaden kann ich nehmen. Ja, also hat unser Gegner nichts. Nice, good game. Puh, das war knapp. Schönes Spiel. So, da sind wir schon wieder am Ende von diesem Video angekommen. Schön, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, wie immer. Ich hoffe natürlich, das Deck und die Gameplays haben euch gefallen. Wenn dem so ist, über einen Daumen hoch würde ich mich wie immer mega freuen. Super nice von euch. Und ja, das war der Season-Abschluss. Nochmal Nif-Mizzet. Alle 5 Farben zum Abschluss. Hat mir einfach super gut gefallen. Das Deck hat auf jeden Fall ordentlich performt. Ich kann mich auf jeden Fall nicht beschweren. Aber jetzt kommen ja erstmal in den nächsten Tagen die neue Edition, die neuen Karten. Wir werden ordentlich Booster aufmachen, bisschen Limited spielen, neue Decks bauen. Die Anfängerreihe startet dann auch, also super viel vorbereitet auf jeden Fall. Würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr da auch wieder mit dabei sein würdet. Aber das war's jetzt erstmal von mir für heute. Leute, macht euch noch einen wundervollen Tag. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao.